Hey guys, I'm Megan. And I'm Madison. We are about to watch Crownie's new video. Go ahead and enjoy it with us. Don't forget to leave a like and subscribe to Crownie's YouTube channel. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprünge Spritzer. Crownie's hier am Start. Und ja, Mates, wir sind zurück auf CSGO Big. Es hat sich hier irgendwie alles verändert. Es sieht alles anders aus. Aber ja, wir werden hier auf jeden Fall mal gucken. Wir sind Level 3, was super krass ist, weil was bringen denn die Level überhaupt? Oder haben die Level erst eingeführt? Weil kann ja nicht sein, dass ich insgesamt 14.000 gewonnen habe, 13.000 gewaggert habe, wie auch immer das gehen soll. Ah, doch, ja. Kann ja sein, klar. Hier haben wir 10, okay, hier haben wir sogar Minus gemacht im Coinflip. Das müssen wir jetzt ändern, bin ich der Meinung. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Schade. Schade. Lustigerweise habe ich gerade mit George Sardenger mal wieder geschrieben und habe gesagt, dass mir die Bratpfanne hier auf CSGO Big super gut gefällt. Jetzt ist die Frage, gibt es noch die Bratpfanne? Das ist halt die Frage. Kommt da jemand rein? Also es sieht auf jeden Fall super voll aus hier. Die Liste der Coinflips. Gambling ist natürlich über 18, wenn man Kohle übrig hat, wisst ihr Bescheid. Wir callen aber einen Bot. Bitte gibt es die Bratpfanne noch. Jawohl, das haben sie nicht aufgegeben. Sehr geil. Bin ich nämlich sehr, sehr edel hier. Bam, bam, bam. Mit der Holeback gezimmert. Weil ja, es gibt so viele Seiten. Und auch wenn die Seiten denn schön aussehen und cool sind und wie auch immer, ist es halt oftmals einfach was Ähnliches, super Ähnliches oder Gleiches, wie man schon kennt. Und gerade solche kleinen Innovationen nenne ich es jetzt einfach mal, obwohl es ja keine Innovation ist, aber ja, einfach mal so ein bisschen was anderes, finde ich schon turbo sick irgendwie. Das macht schon wirklich Laune. Einfach auch, wenn es nur eine Bratpfanne ist, die man hier bei einem Coin flippt, dass der Coin nicht einfach nur flippt, sondern dass man sich halt gegenseitig mit Waffen abschießt, mit Bratpfannen und Granaten. Und finde ich schon sehr, sehr cool. Schade, dass wir hier verloren haben. Eigentlich müssten wir es jetzt nochmal, machen wir es nochmal mit dem gleichen. Und danach machen wir einen 160er. Weil wir müssen hier mal wieder ein Profit raus. Ich habe zwar die letzten Male auch immer was ausgezahlt, aber halt einfach viel, viel weniger als man hätte haben können. Oh, jetzt ist halt die Frage, jetzt mal zwei. Wenn wir es jetzt gewinnen würden, wäre halt super sick. Wenn wir es jetzt verlieren, rege ich mich wieder auf, warum ich einen 160er Coinflip mache. Ach nee, er darf anfangen, das ist schon klar. Oh, ja, eigentlich der anfängt, gewinnt auch. Alter, warum steht denn da Crownie? Scheiß Update. Oh, geil. So muss laufen, so muss gefallen. Ja, 100er Coinflip, yo. Hat er den gewonnen? Lass mal kurz reinspitzeln hier. Doof, dass das hier unten abgeschnitten ist, ne? Lol, hat das sogar gewonnen. Crazy. Okay, jetzt backen wir wieder kleinere Brötchen. Machen wir wieder Hälfte. Gehen aber auf die andere Seite. Und gewinnen da jetzt zwei hintereinander. Warum die es auch nicht gemacht haben, dass alle, die abgelaufen sind, unten sind und die neuen oben sind. Würde genauso voll aussehen. Und es würde aber halt auch irgendwie Sinn machen. Yo, letzte Runde ever oder was? Komplett weg. Boah, ich habe schon gedacht, es bleibt, weil es am Ende so geleckt hat. So, jetzt machen wir das nochmal. Nochmal rechte Seite. Zack, call a bot. Wäre natürlich auch cool, wenn da Leute reinkommen. Ist natürlich aber auch relativ viel für, wenn man das nicht gesponsert macht. Oh, jetzt finisht er mich. Nee. Ja! Alter, es läuft wieder. Sehr, sehr geil. Jetzt wollen wir aber auch nicht mehr so viel riskieren, wirklich. Wir sind hier bei 890 Man Balance. Das ist sexy, das ist heiß. Gucken jetzt hier nochmal in den Checkpot rein. Schmeißt man zwar nie rein. Schade auch, dass die Schere Schein Papier weg ist, weil es halt, wie gesagt, einfach mal was anderes ist zu dem ganzen Rest, ne? Und ab geht's. Ich glaube, dann machen wir gleich auch wieder den Battle Royale Modus rein. Obwohl das Classic natürlich auch was hat, ja? Battle Royale Modus macht einen echt immer sehr, sehr sauber, muss ich sagen. Der Pot war hier eigentlich auch ganz gut. Kriegen wir hier so einen Limitless Pot irgendwie gut zum Laufen? Wir machen hier mal... Hä? Wo ist der Classic drin? Kann ich den gar nicht rausmachen? Use Battle. So, ah. Okay, komm. Wir machen nochmal Battle Royale Modus. Ist ja auch so eine kleine Innovation von denen. Obwohl mir da, glaube ich, der normale Classic besser gefällt, muss ich sagen. Oh, Limitless Pot ist auch stark. Der limitierte 20-Dollar Pot ist auch stark am Knallen. Wir ziehen beide mit. Oh nee, beide gehen ungefähr gleich los. Okay, wir schauen uns erst den 100-Dollar Pot an. Ist wichtiger. Oh ja, ja. Jetzt komm, bitte. Nein, bitte, zieht's runter. Zieht eh nicht runter, oder? Ach, Mann. Hier. Ach, Digga.
Beide verloren. Bodenlos. Roulette. Ah, da kann man auch hier. Komm, wir machen mal auf die 1 an. Oder? Nein, es ist weg. Jetzt ist weg. 16. Hm, gut, 16 hätte ich eh nicht gepickt. Wie kann man ziehen? Die 21, die 18, die 23, die 11, die 12, die 13. Könnte was werden. Könnte was werden, könnte aber auch nichts werden. Ach komm, und einmal gehen wir noch auf Big, was war der Geiz. Wir sind hier ja immer noch gut im Profit. Ich glaube, ich würde auch probieren, mit dem Profit doch noch ein bisschen höher zu ziehen. Dass man vielleicht so einen glatten Toy kommt oder so, das wäre natürlich Schmackofatz. Oh! Oh! Digga! Das ist halt geil, weil du hier auf die kleinen, auf die einzelnen Dinger da setzen kannst. Da kriegst du halt mal 35, oder? Das hat geschmeckt. Die 13 ist es einfach. Das hat wirklich geschmeckt. Dann machen wir direkt nochmal. 11, 12, mit 18, 21, 22, 13. So. Abfahrt. Nein, Freunde, das ist weder irgendein Passwort von mir, noch irgendwelche Bankleitzahlen oder. Also, nicht, dass jetzt einer denkt, der kann sich hier bei YouTube einloggen mit den Zahlen. Das funktioniert leider nicht. Überleg mal zweimal die 13, das wäre es gewesen. Okay, machen wir nochmal Coinflip. 69, gehen zweimal links. Und dann war es das definitiv auch. Oh, jetzt könnten wir finishen. Lecker. Wäre natürlich auch geil, wenn wir hier wirklich mal richtig, richtig hochknallen. Das wäre natürlich auch nice. Also ich mache nur noch bei 500. Bei 500 Schritten mache ich Stopp. Ansonsten geht's weiter. Also immer das, was über 500 ist oder unter 500, wird noch gezockt. Ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik, um sich ein bisschen... Yo! Baby, mit der Gun hier reingepfeffert. Junge. Also wir ziehen hier heute einen raus. Das ist wirklich nicht normal. Wieder auf die rechte Seite. Crate. Ist es die Taktik? Ist es wieder Coinflip-Porn? War mein erstes erfolgreiches Video, sag ich mal. Also nicht, dass ich jetzt noch erfolgreiche Videos machen würde, aber... Ah, komm, sieht gut aus. Sieht gut aus. Zieh weg. Jawoll. Aber damals auf jeden Fall, da habe ich 10 $100 Coinflip hintereinander gewonnen. Das waren 1000 Dollar und das war damals wirklich eine richtige Hausnummer. Das war eine richtige Hausnummer, sage ich euch. So, wieder auf der Seite. Volle Bot. Tap zurab. Oh, er hat angefangen, okay. Ich gebe ihm aber direkt dick. Komm. Jawoll, Alter, was ist los? Heftig, wir sind wieder 96 drüber und können wieder hier linke Taktik 96 aufmachen. Zack. Also das muss ich sagen, schmeckt aber ganz gewaltig. Wir haben verdreifacht. Hätten wir es mit 30 Dollar angefangen, wären 90 nicht so krass. Schade. Dann war es das aber. Das lasse ich mir schmecken. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Du bist Spider-Man. Ciao.